Hallo und herzlich willkommen im Reich der Miniaturbäume, der kleinen Bäume, der Bonsai, in der Anzucht, in der Pflege und so weiter. So, warum habe ich jetzt eine Rosenschere in der Hand? Nein, ich habe nicht damit diesen Bonsai geschnitten, den habe ich gestern Abend in Ruhe geschnitten, für mich ganz alleine, habe ich auf Instagram kurz gezeigt gestern Abend als Clip. Weil manche Sachen, da muss man sich die Ruhe antun, ne? Und da möchte ich auch nicht wirklich reden oder irgendwas machen, sondern Muße walten lassen, in Ruhe entspannen. Und da kann man solche Arbeiten tatsächlich wesentlich besser machen, als wenn man es detailliert zeigt und erklärt. Ist tatsächlich so, ne? Die Ruhe ist bei diesen Bäumen das Allerwichtigste. Ja, und das ist ein Baum mit langer Geschichte, wirklich sehr langer Geschichte. Und jedes Mal, wenn ich ihn schneide, kommen diese ganzen Geschichten, diese ganzen Bilder wieder in den Kopf, die ich erlebt habe in der Zeit, seitdem ich diesen Baum habe und was der Baum mit mir mitgemacht hat. Und von daher ist das eigentlich auch Bonsai, was Bonsai ausmacht. Pflegen diese Bäume über viele, viele Jahre, Jahrzehnte begleitend, vielleicht dann auch weiterreichend an die nächste Generation. Das ist Bonsai und dafür braucht man nicht 50 Stück, da reicht also einer vollkommen aus. So, das kurz am Rande. Was wir heute machen werden, als allererstes, in einem Kommentar wurde gefragt, was macht denn die Hainbuche, Herr Yamadori? Den schauen wir uns heute an, denn es ist soweit, dass wir ihn tatsächlich weiter vorbereiten können. Inwieweit? Das sehen wir natürlicherweise erst dann, wenn wir den Kandidaten herausgeholt haben und uns die Wurzeln angesehen haben, wie die denn jetzt ausschauen. Und das machen wir jetzt als allererstes. Siehst du wohl. Boxwood, Buchsbaum, Buxus sempervirens arborescens. Und jetzt kommt die Hainbuche, ja, Carpinus betulus. Und da ist sie, die Hainbuche, mächtig, kräftig gewachsen. Reine Höhe war sie damals ja etwa so gewesen, jetzt ist sie also doppelt so hoch. Enormst dicken Wachstum gemacht, also gehe ich davon aus, dass der Wurzelbereich tippitappitoppi ist, aber das müssen wir uns angucken. Und ja, wir sehen jetzt auch noch Beikräuter hier drin, ja, was aber nicht unbedingt schlimm ist, sogar manchmal gut. Denn auch an diesen Beikräutern kann man erkennen, wie vital der Boden ist. Ist auch tatsächlich so, pass mal auf. Da zeige ich euch jetzt mal von nahem, bevor ich das Ding hier rausziehe. Mächtig gewachsen, ist schon heavy. Yippie-yay. So, das war damals ein Fundstück, sollte eine Floßform dann dementsprechend ergeben. So gucken, ob sich das ergibt. Was wir drin sehen, sind Brennnesseln. Und die sind richtig kräftig im Wachstum. Ne? Also ist hier tatsächlich mit dem Boden in dem Sinne alles in Ordnung. Also Brennnesseln lieben wirklich nährstoffreichen, guten, kräftigen Boden. Und die sehen richtig gesund aus und von daher. Ne, das mal kurz am Rande mitgenommen, ist nicht so schlimm, wenn da was mit drin wächst. Muss natürlich darauf achten, dass ausreichend Wasser und Nährstoffe gegeben sind, logischerweise. Okay, aber ich würde sagen, wir holen jetzt mal raus hier aus der Kiste. So, bevor ich ihn rausziehe, weil das ist alles ein bisschen lang hier, werde ich das Ganze komplett erstmal pauschal zurückschneiden. Hier war damals eine Schnittstelle gewesen, wo wir ihn reduziert hatten. Das Ding ist lang gerade kräftig herausgewachsen hier. Können wir natürlicherweise so optisch gar nicht gebrauchen. Ich schneide ihn aber erstmal oberhalb ab, ne? Noch nicht zu tief, weil wir müssen auch gucken, inwieweit wir das Ganze gleich handhaben. So, auch hier schneiden wir das erstmal pauschal. Das ist eine lange Stange hier, hier müssen wir sowieso irgendwas machen oder etwas machen in dem Sinne. Dann lege ich das mal hier und dann holen wir den Kandidaten jetzt mal raus. Kriegen wir das jetzt in einem Rutsch hin? Ja doch, pass mal auf. Da ziehe ich mir jetzt aber Handschuhe an. Nein, nicht, weil ich mir die Finger dreckig machen könnte, sondern der Brennnesseln wegen. Ne? Ist nicht so schön, wenn das dann juckt und zuckt die ganze Zeit. So, mal gucken, ob wir den überhaupt hier rauskriegen. Ja, aber mal gucken, ne? Ob uns das jetzt so gelingt. Nein, voraussichtlich nicht. Alter Schwede. Ja, der sitzt aber heavy fest. Ich sag's dir. Das macht zumindest ein bisschen Knack. Oh, der muss aber mächtig durchwurzelt sein. Es scheint so zu sein, als wenn ich die Kiste demolieren müsste. Alter Schwede. Okay, was sagt uns das fürs nächste Mal? Oh, leg eine Folie rein, mit Löchern unten drin, logischerweise. Okay. Denn die Wurzeln haften sich an dem Styropor fest. Gegebenenfalls wachsen sie sogar dadurch. Apropos durch. Oder kannst du ziehen, so viele willst, ne? Wenn die Wurzeln hier unten durchgewachsen sind. Halt, Regenwurm. Dich braucht man noch. Naja, du kommst hier ins Hochbeet. So. Auch hier sind noch mehr Regenwürmer. Da müssen wir noch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Heftig, hier liegt noch einer. Mal her.
So, siehst du wohl, da kommt auch noch eine rausgekrabbelt. Mehr, so. Gut fürs Hochbeet. So, okay, warte mal, die Wurzel unten schneide ich mal eben justus ab. Ja, so kann das gehen, ne? Denkst du, machst du mal eben, dann sieht das Ganze ganz anders aus, als man gedacht hat. Ja, okay, hör mal auf. Wie kriegen wir das jetzt hin hier? So, mal gucken. Nach unten ziehen das Ganze. Boah. Ja, das ist jetzt aber eine Aktion. Alter Schwede. Ich möchte die Kiste nicht unbedingt kaputt machen. Von daher, die kann man nämlich sehr gut wieder gebrauchen. Kosten auch einen Haufen Geld, die Dinger. Da habe ich damals, zur Stecklingsanzucht habe ich die damals genutzt. Als ich noch, ne, selbstständig war als Gärtner. Und die waren nicht gerade günstig, die Kisten. Da gab es damals, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, in Bad Triburg eine Firma, die stellt solche Kisten her und auch andere aus Styropor. Jetzt aber, siehst du wohl, jetzt was. Noch nicht. Andere Seite nochmal. Ja, jetzt aber. Siehst du wohl, heile geblieben, Gott sei Dank. Jo. Alter Falter, schau mal auf. Jetzt schmeiße ich alles um hier. Das war eine Gießkanne. So sieht das Ganze jetzt aus. Das heißt, ja, erstmal sauber machen. Ne? Die dummen. Es geht weiter. Pass mal auf. Ist ein Arbeitstisch, keine Bank. Hier kann ich machen, was ich will, aber ich muss erstmal das Display drehen, sehe ich wo nichts hier. Ja, also, boah. Wie fangen wir an? Ich würde sagen, wir greifen erstmal beherzt rein in die ganze Geschichte. Und ziehen mal die Brennnesseln hier raus, soweit das möglich ist. Oh, das geht aber ganz gut. Auch hier haben wir Kokoserde verwendet in der Anzucht. Das geht also tatsächlich auch. Und der wird voraussichtlich da auch wieder reinkommen. Also der ist noch nicht fertig, wenn ich den jetzt rausgeholt habe nachher. Moment, jetzt nehmen wir auf die andere Seite. Boah, sonst sehe ich nichts, beziehungsweise ihr nichts, wenn ich da ständig umgreife. Alter Schwede, ja. So, jetzt räume ich erstmal auf hier und dann geht's gleich weiter. Okay. So, bevor ich anfange, kurz gezeigt, gestern habe ich darüber geredet, die Chili, die Bonsai-Chili, stehen hier im Anstau im Vulcatec-Kakteen Premium-Substrat seit gestern. Vorgestern. Die erste Nacht haben sie die Blätter hängen lassen. Also morgens sah das so aus und dann gestern haben sie sich wieder aufgerichtet. Jetzt haben wieder morgens, die Blätter sind noch aufgerichtet. Also haben sie es tatsächlich soweit schon mal geschafft. Das nur kurz am Rande gezeigt, stecke ich mal wieder vorne hin. Morgens dürfen die übrigens Sonne haben, jetzt ist das noch nicht so aggressiv, damit er sich schnell daran gewöhnen kann. Okay, es geht weiter. Das Schätzchen steht etwa 4 Jahre jetzt in der Kiste. Etwa, Pi mal Daumen. Ne? Den haben wir damals noch aus unserem alten Wohnung mitgenommen. Ach guck mal, da sind auch Engerlinge drin. Gut, bei der Größenordnung macht das jetzt nichts mehr aus, aber wenn du einen kleinen Topf hast oder so, dann können die Engerlinge tatsächlich auch gefährlich werden. Ne? Hier ist auch noch einer. Und gleich mal, weiß Bescheid, ne? Oh, da sind mal Haufen drin, alter Schwede. Ja, das ist der Nachteil. Nicht Nachteil, sondern das ist halt so gegeben. Die mögen halt diese Wurzeln. Ach, da sind aber hier heftig viele drin, alter Schwede. Das ist gar nicht gut. So, okay. Ja, ich weiß, die Regenwürmer, die kommen ins Hochbeet, ne, und die Engerlinge in den Himmel. Ja, ich kann es nicht ändern. Das möchte ich mir hier nicht großziehen, die Tiere. Aber pass mal auf, das mache ich jetzt anders. Der Kram kommt gleich in die Biotonne, weil das bringt ja nur gar nichts. Sonst dauert mir das alles zu lange hier. Ja, also der erste Fakt, den wir jetzt machen, ist ganz klarer Fall. Ne? Boah, da sind aber ein Haufen Engerlinge drin. Mein Gott, nee, alter Schwede. Wir müssen jetzt auf jeden Fall schon mal die Erde hier entfernen. Auch hier haben wir damals Komposterde verwendet, wie ich sehe, gemischt mit Kokoserde. Das mache ich jetzt just alleine weiter. Wobei wir eigentlich den Randbereich auch schon wegschneiden können an Wurzeln, denn die brauchen wir sowieso nicht. Ne? Auch hier erwähnt, ne, nimmt keine neue Schere für solche Arbeiten. Ne? Nimmt eine gebrauchte Schere oder wie auch immer. So, dann schneide ich den Randbereich erstmal weg hier. Dann wird das auch einfacher abgehen gleich. Hier siehst du wohl. Ja, hier ist also überwiegend Komposterde drin. Und obendrauf nur Kokoserde sehe ich gerade.
Das mal kurz am Rande mitgenommen. So, okay, das mal just alleine weiter. Hier sind dauert zu lange. 10 Minuten später. So langsam habe ich ihn bald fertig. Ich mache zwischen die Tische immer wieder sauber, weil das ist einfach, als wenn du hier den ganzen Matsch liegen hast. Die Erde war jetzt auch sehr nass gewesen und von daher nicht ganz so einfach. Besser ist natürlich, wenn die angetrocknet ist, dann ist das wesentlich einfacher. Ja, beherzt, ne? Einfach kämmen das Ganze. Immer wieder auch hier vom Rand her nach innen. Ab und zu mal rein und rütteln und schütteln. Mal von unten kratzen. Ne? Kriegst du das nach und nach freigelegt, das Ganze. Das ist also, ja, ist schon enormer Aufwand jetzt hier bei diesen Bäumchen, ehrlich gesagt. Ne? Was auch immer mal daraus wird. Auf jeden Fall sieht er so schon mal richtig cool aus. Es hat sich gelohnt, ihn also wirklich mal ein paar Jahre einfach in Ruhe zu lassen und das Ganze hier herauswachsen zu lassen. So, siehst du, jetzt haben wir soweit bald fertig. Und den Rest, den werde ich jetzt sauber spülen. Weil das kriege ich jetzt dann soweit nicht mehr rausgekratzt hier. Rütteln und schütteln. Ich glaube, so einen leichten Ansatz kann man schon sehen. Ne? Ja, ich würde sagen, den Rest mache ich dann jetzt mit Wasser sauber. Ah, ist der schön leicht geworden. Ist dann doch wesentlich einfacher. So, den Rest mache ich jetzt hier in der Wassertonne. Das ist dann einfacher. So, rütteln und schütteln hier drin. Dann haben wir schönes Gießwasser. Ne? Siehst du wohl. Ja, das geht doch wunderbar. Jawohl. Ja, meine Schuhe. Rein und raus und runter und hoch. Hin und her und Kreise immer mehr. Ja, das macht Spaß. Das Wasser ist auch nicht mehr so kalt jetzt wie gestern. Hat sich also schon ein bisschen aufgewärmt. Jetzt haben wir wahrscheinlich hier so 15 Grad drin ungefähr. So. Da musst du übrigens auch drauf achten, bei Regentonnen, wenn die in der Sonne stehen im Sommer, wenn du gießt, nicht, dass du hier 40 Grad drin hast oder so. Ist ja nicht der Burner, ne? So, siehst du, aber dann haben wir soweit alles weg hier. Raus, beziehungsweise an Erde, fast. Kleinigkeit, da muss man mal mit dem Finger zwischengehen, mal ein bisschen buddeln, wühlen und fummeln. Siehst du wohl. Ja, ich würde sagen, das sieht schon mal richtig gut aus. Ja, heavy. Also hier waren gefühlt 1000 Engerlinge drin. Magst nicht glauben, ist aber tatsächlich so. Okay, ja, mal gucken, was wir gleich damit machen. Ich lasse erst einen Moment hier drin. Kann absaufen. Oh Mann. Ja, das ist schon eine kleine Herausforderung jetzt. Die Aufnahme muss ich jetzt mal frei Hand machen. Warte mal auf. Soweit sieht das Ganze ganz gut aus. Ich habe aber das Gefühl, dass der rechte hier... Ja, sowieso der eigentlich Hauptstamm ist, der sich gebildet hat. Wir haben nämlich hier, wenn man das so vielleicht besser sehen kann, der Bereich hier ist recht dünn und hier wird, ab hier wird es immer dicker. Ne? Ab hier. Das heißt, also wenn ich den weiter wachsen lasse hier, dann kann es durchaus sein, dass der Bereich hier komplett vernachlässigt wird, da sie beide eigenständig sich versorgen. Ne? So die Theorie. Ja, man könnte jetzt das Ganze trennen hier. Ja, kannst du zwei dann vormachen im Prinzip. Wäre durchaus denkbar, weil dieser Teil sowieso am interessantesten. Der andere ist ja senkrecht hochgewachsen, hat man damals einfach abgeschnitten und wachsen lassen. Mehr nicht gemacht. Ja, also ist so schon eine interessante Erscheinung. Auch hier das Ganze, wo ich ihn damals abgetrennt habe vom eigentlichen Baum, ist gut verheilt. Richtig schöne dicke Wurzeln gemacht, das Ganze. Das ist richtig genial. Das werden wir gleich zurücknehmen. Ja, aber ich muss mir jetzt Gedanken machen, wie gehen wir hier weiter vor? Oder mache ich mir gar keine Gedanken und warte erstmal weiter ab? Pflanze ihn einfach erstmal wieder ein. Pass mal auf. Auf jeden Fall werden wir erstmal die Wurzeln reduzieren. Ich gehe fast davon aus, dass wir den linken komplett abnehmen. Dass wir den komplett abnehmen hier. Also ja, ich tendiere dazu. Aber wie gesagt, auch hier gibt es tatsächlich wieder mehrere Möglichkeiten. Ne? Gut, wenn wir es jetzt als Floßform behalten wollen. Obwohl, das sieht natürlich schon interessant aus, wenn das hier weg ist später. Das zuwächst so ein bisschen mit der Zeit. Ja, wenn das dann komplett dieser Bereich hier ist und dann der Baum sich erhebt im Prinzip. Aber weißt du was, das ist noch theoretischer Kram. Aber nichtsdestotrotz ist es eine richtig coole Sache. Also der hat sich wirklich gut entwickelt. Interessanterweise, auch wenn das jetzt hier ein bisschen weiß scheint, das kommt vom Kratzen, ne? Sind hier keine Fraßstellen von den Engerlingen. Und dafür waren so gut wie gar keine Wurzeln von den Brennnesseln drin. Das mal kurz am Rande mitgenommen. Also wäre es tatsächlich von Vorteil vielleicht, wenn man Brennnesseln mit in Töpfe pflanzt, dann können die Engerlinge sich davon erinnern. Also da waren echt gefühlt 1000 Stück drin. Da hüpf, hüpf, plumps, plumps, ständig. Also das war voll.
voll mit Engerling. Okay, also, wollen wir mal gucken, was wir dann tatsächlich jetzt mit dem Schätzchen machen. Ich mache mir ein paar Gedanken. Ganz kurz erklärt, wie ist die Geschichte denn überhaupt entstanden? Es war ein Absenker von einem Ast. Ja, nehmen wir zum Beispiel diesen hier. Wenn der jetzt auf den Boden gelegt wird, eingegraben, befestigt, sodass er nicht mehr rausspringen kann, dann entwickeln sich hier in dem Bereich Wurzeln und die Pflanze hier in dem Bereich wird eigenständig. Man kann sie irgendwann abschneiden und dann hast du im Prinzip eine Floßform. Das ist eigentlich relativ einfach, allerdings mit Zeit verbunden. Das geht nicht von einem Jahr aufs andere. Also den musst du dann schon 2-3 Jahre wirklich abgesenkt im Boden drin lassen und dann anschließend rausholen. Dann kannst du ihn umpflanzen. Ja, so kann man das Ganze gezielt machen. Das hier war ein Zufallsfund damals gewesen von einem Baum, wo also wirklich weit abladend der Ast unten auf den Boden gekommen ist und dementsprechend eingewurzelt. Das habe ich übrigens auch schon bei alten Bäumen gesehen, wo der Stamm, der sich aufgelegt hatte, tatsächlich auch bewurzelt ist und irgendwann wurde der Teil von dem eigentlichen Baum zu dem Baum, der sich dann entwickelt hat, tatsächlich vernachlässigt. Der wurde immer dünner, dünner und dünner und der eigentlich dann entstandene Baum, der ist richtig dick geworden mit seinen Wurzeln dann im Erdreich. Das mal kurz mitgenommen. Bei der Hainbuche wohlgemerkt. Ne? So, wobei das natürlich für Bonsai natürlich sowieso eine richtig geniale Pflanze ist, denn die kannst du wunderbar drahten und in Form bringen, die kannst du wunderbar klein halten, die Triebe, und hast du nicht gesehen, das ist also, kannst auch im Sommer viel dran schneiden, das ist eine richtig coole Sache, aber nach wie vor tendiere ich dazu, ihn wegzunehmen hier, denn bedingt durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, in der Natur wird es so sein, dass der Bereich, der jetzt hier dünn ist, komplett vernachlässigt wird und irgendwann im Prinzip ja auch absterben kann dann. Das ist dann von Optik her natürlich nicht der Burner. Aber wie gesagt, ich mache mal eine Pause und dann sehen wir gleich, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt lange genug nachgedacht. Es ist tatsächlich so. Dieser Wurzelbereich versorgt den dicken Stamm hier und dann hört das Ganze auf. Das heißt also, der Saftzug geht nicht mehr nach hier in den Baum rein, sondern hört hier auf. Und ab hier beginnt der Saftzug tatsächlich für den anderen Baum. Und das hat auf Dauer nicht wirklich Sinn. Von daher, man könnte ihn jetzt einfach nur abschneiden. Ne? Einfach abschneiden und dann ist nicht mehr ganz so viel Saftzug hier gegeben. Aber trotz alledem wird dieser Baum sich nur aus dem Bereich hier im Prinzip ja, ernähren. Und von daher kommt das Ding komplett weg hier. Jetzt bin ich gerade allerdings am Überlegen, ob ich ihn abschneide oder ob wir das einfach kahl legen. In dem Sinne erstmal, dass wir die Rinde nur entfernen. Dass sich dann ein Kallusring hier drum bildet und später gegebenenfalls das Ganze dann morsch wird hier in dem Bereich und abgeht in dem Sinne und dadurch wir hier so einen kleinen Krater im Ansatz drin haben. Auch das ist sicherlich denkbar. Ja, ist natürlich die Frage, was möchte ich haben? Ich möchte es eigentlich so haben, dass ich es hier abnehme und das dann langsam mehr oder weniger verhalten. Das werde ich jetzt auch machen. Es kommt gerade ein Trecker, siehst du wohl, der Frühling ist da. Ich werde ihn abschneiden, ist mir einfacher. Lieber. So, hoppala, siehst du wohl. So, dann schneiden wir die Kante mal eben nach. Mal gucken, ob ich das jetzt. Ja, Messer habe ich dabei, wie immer. Ne? Messer ist das, ne? So. Schön aufpassen auf die Finger. Ganz wichtig, ne? Was macht der denn jetzt? Ah, Eggen. Okay. Was kommt denn jetzt im Boden? Ich glaube Mais, ne? Kann das sein? Mais kommt jetzt, glaube ich, rein, ne? So, wir schneiden die Kante rundherum an hier, um den Kallus anzuschneiden. Also, weil wir den ja jetzt ein bisschen gequetscht haben. Ne? Schneiden wir das rundherum an hier, so einen kleinen Grat. Und werden das Ganze dann jetzt gleich abdecken. In der Hoffnung, dass das Ganze überwallt wird. Das hat eigentlich noch ein Bilde hier. Pass mal auf, hier vorne muss ich ein bisschen mehr mitnehmen. Hier lag ja der Amboss dran. Ah, da bin ich mal gespannt drauf jetzt auch, wie sich das entwickelt. Ne? Dann können wir das nämlich jetzt auch mitnehmen. Siehst du wohl. Okay, dann decke ich das mal eben ab hier. Wir nehmen jetzt ein schönes großes Stück. Wenn man das Display drehen soll, das sagt er jetzt ständig. Ne? Wir nehmen uns ein schönes großes Stück, richtig dick auch, nicht dünn, sondern richtig schön dick. Und legen das Ganze jetzt hier passend drüber. Und verschließen somit die Wunde hier. Man kann das nicht austrocknen und der Kallus kann sich darunter feinst entwickeln. Also dafür ist diese Bonsai-Paste wirklich genial geeignet. Yippie-yay, siehst du wohl. Müssen wir im Laufe des Jahres kontrollieren, gegebenenfalls ersetzen, erneuern, wenn das Ganze dann sich öffnet hier oben, das reißt, ne, durch Dickenwachstum bedingt, also Kalluswachstum, dann wird das reißen. Da müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir das dann nacharbeiten.
Ja doch, da bin ich jetzt ganz zufrieden mit, dass wir das tatsächlich jetzt so angegangen sind. Und dann werde ich jetzt erstmal schauen, wie es weiter. Ups, weitergeht. Ja, nachdem wir jetzt die erste radikale Maßnahme gemacht haben, geht es weiter in der Überlegung, den Baum vorzubereiten. Er ist noch nicht fertig. Gut, der eine oder andere mag sagen, guck mal, du hast einen schönen Stamm hier, ne? Oben abschneiden, bisschen verjüngen mit der Zeit und hier hast du schöne Etagen, hast ja schon fertig. Nee, das ist aber nicht mein Gedanke. Pass mal auf. Und zwar denke ich mir, dass wir ihn hier abnehmen, in dem Bereich zum untersten Ast hier und diesen Ast dann lenken. Die Theorie, die ich jetzt habe, ist diese. Ich versuche es mal zu demonstrieren. Der Ast geht ja jetzt seitlich nach hier. Wir bringen ihn einfach hier rüber, nach hier, dass er fast parallel oder in dem Sinne parallel liegt. Und das Ganze dann wieder vorsichtig aufrichten, dass wir diesen Teil hier dann als Baum nehmen im Prinzip. So ist meine Theorie jetzt. Aber wie gesagt, da kannst du hin und her überlegen. Man könnte das Ganze auch reduzieren, erstmal zurücknehmen, ne? Und dann dementsprechend die Etagen verfeinern, aufbauen. Hier oben das Ganze nochmal abschneiden in dem Bereich hier. Ich zeige euch mal eben, wie das jetzt aussieht. Hier siehst du den Bereich, den wir damals abgenommen hatten, wo wir ihn zurückgeschnitten hatten. Hatten das auch gedrahtet, dass der ein bisschen nach oben gelenkt wurde. Hat soweit ganz gut funktioniert. Wir müssten jetzt den dicken hier wieder abnehmen und dann hätten wir zwei dicke Schnittstellen übereinander. Mit den Jahren verheilt das auch, ist durchaus denkbar. Aber ich bin ganz ehrlich, mir gefällt das nicht. Das ist nicht so mein Stil in dem Sinne. Also ich würde schon dazu tendieren, den unteren hier tatsächlich dann jetzt hier als neuen herangehenden Baum zu benutzen. Also ich finde das irgendwie cooler. Ansonsten, wie gesagt, optisch gesehen hast du natürlich was, ne? Hier, ne? Ist schon fast fertig in dem Sinne. Aber nein, nee, also mir gefällt das nicht. Ich werde noch ein bisschen überlegen. Ich bin mir noch immer nicht schlüssig. Das ist halt, wenn du, ne, so einen Baum hast und hast viele Wege, welchen nimmst du? Dann konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf den Wurzelbereich und bearbeiten den erstmal, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Ne? Erstmal das wegnehmen, was wir ersichtlich nicht haben wollen im oberen Bereich, logischerweise. Von daher greift man da jetzt schon mal ein hier. Wenn ich da jetzt einfach so drankommen würde, lol. Pass mal auf. So, siehst du wohl. Ja, das sind so Maßnahmen, ne? Das erste Mal so ein Schätzchen in der Hand hast, was machst du dann tatsächlich damit, ne? Ist immer so eine Sache. So, pass mal auf. Den Bereich möchte ich später sichtbar haben hier. Mehr nicht, nur das reicht also vollkommen aus. Von daher werden wir auch die Wurzeln hier dann schon mal zurücknehmen. Es geht hier eine lang unten drunter her. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Pass mal auf. Hier brauchst du auch keine Angst, große Angst haben, sagen wir mal so, ne? Bei der Hainbuche. Die lässt also einiges mit sich machen. Oh, alter Schwede. Das ist der Wolle. Komm mal her. So geht's auch. Ach, meine Güte, muss gleich hier nochmal nachlegen, sehe ich gerade. Jetzt habe ich einfach drauf gedrückt. Ach, Jesus Maria. Sollte doch schon ein bisschen aufpassen, ne? So. Wie gesagt, wir reduzieren das so weit wie möglich, ne? Denn das Ganze soll ja später auch mal in eine Schale kommen. Und von daher bringt das nichts, wenn wir die Wurzeln jetzt alle hier lang lassen. Und da wir. Oh, hier ist noch ein Regenwurm. Komm, den packe ich erstmal weg hier. Moment. So, ab. Dafür. Ich sag's dir. Ah, dass der so heftig viele Wurzeln gemacht hat, ne? Das ist schon der Wahnsinn. So, pass mal auf. Jetzt das alles hier komplett zu zeigen, zu erklären, das dauert zu lange. Also ich werde die dickeren wegnehmen, die jetzt hier im unteren Bereich sind. Jetzt ist meine Hand so hell. Damit das Wurzelwachstum hier nicht zu lang gegeben ist. Das soll sich dann verhalten hier weiterentwickeln. Und von daher nehmen wir das schon mal weg, so weit, wie wir das halt hier oben sichtbar haben wollen. Bei den langen hier muss ich gleich mal gucken, weil die doch recht flach auch gewachsen sind. Wobei hier der Bereich hier wird voraussichtlich etwas tiefer kommen als der. Voraussichtlich. Oh Mann, ich sag's ja du. Am liebsten würde ich ihn einfach wieder einpflanzen und nächstes Jahr wieder raus. Weißt du Bescheid? Vielleicht nehmen wir aber auch diese Wurzeln hier komplett weg. Warte mal eben gucken, ob da noch eine. Da geht eine dicke in eine Senkrechte, sehe ich gerade. Hör mal auf, das machen wir auch. Weil der geht nämlich viel zu weit nach oben hier. Mal eben gucken, dass ich den noch passend kriege hier. Ja, siehst du wohl. Nehmen wir den auch noch weg hier. Mal eben gucken, da sind noch zwei. Kannst du jetzt so wahrscheinlich gar nicht sehen. Ich drehe das mal eben. Oh, ist eine aufregende Sache, mal den Kleinen. Den nehmen wir hier schon mal weg hier. So, siehst du wohl. Den nehmen wir auch weg hier. Hier, ne? Hier haben wir also zwei. Und auf der anderen gegenüberliegenden Seite noch einen.
Das wären dann drei. Mal gucken, wie der gerichtet steht, der so. Am liebsten würde ich den auch noch komplett wegnehmen hier. Das mache ich auch. Da liegt nämlich noch einer hinter. Siehst du wohl. Jawohl. Da liegt nämlich noch einer hinter. Siehst du, dann haben wir hier nämlich zwei. So, nämlich die weg, die von dem hier ausgehen nochmal. Damit wir später halt die beiden im Prinzip als sichtbaren, sichtbares dann stehen haben. Ne? Wobei, wie gesagt, nicht zu hoch, also sieht das später nicht aus. Ne? Ich denke mal so 2 cm, 3 cm maximal ungefähr. Hier ist noch eine dünne Wurzel. So, hör mal auf. Der dauert jetzt zu lange, euch das alles zu erklären. Ich denke, worum es geht, ist klar. Ne? Wir reduzieren das Ganze, damit wir später auch eine Schale pflanzen können. So. Also auf einen zeige ich noch. Hier geht einer quer durch. Von hier lang hier kann es durch. Den schneide ich erstmal pauschal zurück und werde den gleich dann richtig zurückschneiden. Weil das sieht optisch überhaupt nicht aus. So, siehst du wohl. Ja, komm, also den Rest schneide ich jetzt erstmal alleine. Das ist nämlich echt heavy, alter Schwede. Da jetzt jeden Einzelnen zu erklären, bringt es auch nicht. Moment. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist aber noch nicht fertig. Pass mal auf. Jetzt haben wir hier im Prinzip die ersten Wurzeln. Ich drehe das mal ein bisschen. Oh, ist ein bisschen schwierig, habe ich auch mir den um die Ohren. Ne? Das sind recht viele Wurzeln hier. Das heißt, ich werde noch einen Teil hier wegnehmen, weil mir das einfach zu viel ist. Ne? Von daher machen wir das jetzt einfach mal. Mal gucken, ob wir den einen dann jetzt noch lassen. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Oh, ich sag's ja, du, das ist jetzt aber hier drin. Ne? Da ist nicht mehr viel dran, aber das kennen wir ja schon. Ne? Mal auf, mal das eben weg hier. So, lasse ich den einen jetzt hier noch. Ich glaube fast, jein. Also ich würde ihn auch noch wegnehmen, ehrlich gesagt, dass wir den kompletten Bereich hier frei haben. Ich mache es jetzt, weil mir gefällt es so. Ne? Von daher spontan einfach mal machen. Ne? So, kann ich den noch ein bisschen nachschneiden hier. Ja, das ist, ne? Freihand ist halt nicht so einfach. Doch, ja, das gefällt mir wesentlich besser. Auf jeden Fall. So, dann haben wir die Wurzeln hier, die lassen wir jetzt. Wobei hier zwei sind, da bin ich mal überlegen, ob ich noch einen davon wegnehme. Aber Moment, lasse ich es erstmal. So, dann haben wir jetzt hier einen, der ist sehr weit oben in der Waage. Ich drehe den nochmal. Hier haben wir das Ganze nämlich nicht. Ne? Rundrum im Prinzip hier. Entlang, nicht rundrum. Ne? Sieht man also hier den ganzen Stamm komplett. Andersrum gedreht, sehen wir hier den Stamm bis hier und hier nicht mehr. Jetzt haben wir eine einzige Wurzel, die hier oben halt dann dementsprechend so quer geht. Nein, der erste Gedanke ist immer der beste, also kommt die auch definitiv weg hier. So, dann haben wir noch einen kleineren, der optisch nicht dazu passt, nehmen wir den auch noch weg. Ja, du siehst schon, da ist nicht viel übrig geblieben hier. So, siehst du wohl. Ja, also hier müssen wir auch noch was machen, sehe ich gerade. Weil der nach oben gerichtet ist. Ja, doch. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ich sehe das echt nicht im Display, weil wenn das so hell ist, ne, pass mal auf. Erstmal den hier weg. Und den. So. Mal gucken, wenn ich den einpflanze später. Wird davon nicht viel sichtbar sein, denke ich mal. Voraussichtlich. Ja, mal gucken. Von daher. Ah, Jesus Maria, ich sag's dir, du. Hoffentlich mache ich jetzt nichts falsch. Ja, gut, falsch in dem Sinne kann man nichts machen. Wenn ich starte, ist das Ganze komplett neu. Aber der liegt mir einfach zu weit oben auf hier. Könnte aber so eben noch gehen. Warte mal, ich schneide ihn erstmal hier weg. So, den schneiden wir hier weg. Ja, okay. Gegebenenfalls können wir hier später nochmal eingreifen. Ne? Ich würde sagen, den lassen wir jetzt erstmal so. Da haben wir jetzt auch echt genug dran rumgeschnippelt, würde ich sagen. Ich stelle ihn jetzt nochmal ins Wasser. Und überlege nochmal, ob ich den oberen Bereich jetzt wirklich so gestalte oder ob wir tatsächlich ganz anders vorgehen. Weil, ja, ist nun mal so, wenn du viele Möglichkeiten hast. Ne? Ich würde schon fast ganz wegnehmen hier noch. Aber, nee, dann steht das zu einseitig nach da. Nee, das kriegen wir schon durch Kippeln so ein bisschen irgendwie hinterher hin. Okay, so, wie gesagt, nochmal Gedanken machen, dann geht's gleich weiter. Es blendet die Sonne. So, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das heißt, wir werden ihn erstmal einpflanzen. So, ich nehme auch hier wieder eine Schale mit ganz vielen Löchern. Kann man wunderbar Draht unten durchziehen, ohne Probleme. Geht total easy. Ich stelle noch eine andere drunter, damit ich gleich angießen kann ordentlich. So, also, er ist soweit vorbereitet im unteren Bereich und im oberen Bereich. Das, was ich auf jeden Fall machen wollte. Und dann werden wir das Schätzchen jetzt hier mal reinsetzen. Reinsetzen, weiß Bescheid. Reinstellen. Und
schon mal anbinden, drahten in dem Sinne jetzt mit dem Draht. Ist natürlich eine coole Sache, dass es so einfach geht. So, die Höhe passt hier. Die Wurzeln sind dann also tatsächlich so weit im Substrat drin. Ich bin echt mal gespannt, wie sich das hier entwickelt. Vor allen Dingen, ob wir dann jetzt tatsächlich dazu übergehen, das Ganze hier abzuschneiden. Da bin ich mir nämlich ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher. Ne? So, okay, also Substrat rein hier. Das geht jetzt natürlich easy, weil wir kaum feine Wurzeln haben. Von daher ist das eine coole Sache. Auch hier natürlich mit dieser Anzugmethode in den Schalen ist cool, weil ja, ne, kostet nicht viel und ist richtig easy in dem Sinne. Einfach. Gut, damit auch ein kleiner Vorteil, dass das hier gerade so reinpasst, dass die Wurzeln nicht nochmal extrem rauswandern hier. So, pass mal auf. Pflanze ganz natürlicherweise erstmal ein bisschen tiefer, ne? Damit die Wurzeln gut geschützt sind und einwachsen können. Später können wir ein bisschen von dem Substrat dann runternehmen. Aber dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr. Oh Mann, ich sag's ja, du. Siehst du wohl, ne? Ready. Angießen, ganz wichtig, logisch, ne? Oh, das ist aufregend, ich sag's euch. Vor allen Dingen bin ich jetzt doch ganz froh, dass wir das jetzt so gemacht haben, ne? Den Bereich hier komplett weggenommen, weil es ist einfach, von Optik her passt das besser. Das ist ein einziges Bild hier, das ist richtig cool. Und plötzlich, bumm, es kommt da ein Baum aus der Erde. Am Ende in dem Sinne, nicht aus der Erde. Also ist schon eine coole Sache, ich sag's dir. Ne? 4 Jahre einfach wachsen lassen und dann radikal wieder zurückschneiden. So, das müsste erstmal ausreichen, muss ich gleich mal nachgucken. Den lassen wir auch erstmal drin stehen, 1-2 Tage hier, ne, so wie es gerade passt. Und somit haben wir das Ganze soweit vorbereitet. Also, mal eben nach unten, nicht, dass wir uns hier pieksen. Er sitzt fest drin, das ist okay. Jetzt bleibt die Frage, nehmen wir ihn hier zurück und nutzen diesen einen hier zur weiteren Gestaltung. Inwieweit ist, muss man überlegen. Man kann es so machen, dass er parallel mit dem Bäumchen läuft im Prinzip hier und dann nach oben gerichtet, hier am Ende vielleicht oder direkt nach oben gerichtet und dann weiter aufgebaut. Wobei ich da aber auch wieder zu tendiere, ich würde ihn dann zurückschneiden und hier einen kompletten Neuaufbau starten. Wäre mit Sicherheit sinnvoller. Aber Moment mal, ich habe den gerade ein bisschen gebogen hier, dass er hier schief drin steht. Auch nicht der Burner, ne? So, also wie gesagt, ich lasse das jetzt so und dann könnt ihr mir gerne eure Meinung dazu sagen, wie ihr das seht. Ne, entscheiden tue ich selber, logisch, ne? Aber mich interessiert auch die Meinung von anderen, ganz klarer Fall. Hä? Warum kommt da nichts mehr raus? So. Ach, da war ein Käfer drin, lol. Also Sachen gibt's. Da ist ein Käfer drin, komm mal her. Nee, komm, du kommst da nicht hin. Upsi, upsi, bumm, komm. Du kannst gleich woanders hin, aber nicht hier bei dem Bäumchen. Das muss ja nicht sein, ne? Wieder Eier ablegen, das wollen wir ja nicht hier. So, okay, also it is, so it is. Hiermit sind wir jetzt, würde ich sagen, erstmal durch. Absonnig stellen, ganz klarer Fall, keine Nährstoffe, logischerweise. Und dann lass uns mal überraschen, welchen Schritt wir als nächstes machen. Wir müssen auf jeden Fall hier noch was machen. Jetzt kann man hier wahrscheinlich viel erkennen, weil hier schon Schatten ist. Hier steht übrigens unser Floßform, der Buchsbaum, ne, den wir damals hier vorbereitet haben. Hier können wir langsam auch ein bisschen vielleicht was machen, auf jeden Fall sauber machen und schneiden, denn er durfte wachsen, damit irgendwie was dicker wird. Denn Buchsbaum macht das ja schlecht. Ne? Schlecht dicken Wachstum, vor allen Dingen auch im Wurzelbereich. Fast gar nicht, kannst du mal sagen. Mal gucken, den schneiden tut man auf jeden Fall dann. So, dann der Elefant, den werde ich gleich sauber machen. Im unteren Bereich, immer zu gucken, ob das so okay ist oder ob er raus muss. Ja, und dann kommen wir jetzt nochmal zu unserem Schätzchen, was wir jetzt heute gemacht haben. Also soweit gefällt er mir ganz gut, ist okay. Jetzt natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit dem Bäumchen? Ne? Was verwenden wir davon tatsächlich? Hm? Gut, so hätte man schon ein bisschen was fertig in dem Sinne, ne? Aber ich tendiere echt dazu, den langen hier zu nehmen und daraus etwas Neues aufzubauen. Ansonsten soweit hier im unteren Bereich ist das ganz gut gelungen, das sieht okay aus. Er war eine radikale Maßnahme, ganz klarer Fall. Ne? Und jetzt müssen wir hoffen, dass er erstmal überlebt. Ne? Ist eine ganz andere Geschichte. Ja, und zu dem Zweck müssten wir den oberen Bereich sowieso reduzieren, also die Äste. Ne? Das ist zu viel, was da jetzt dran ist. Bis morgen sollte das aber nicht so schlimm sein. Ich würde sagen, bis morgen warte ich erstmal ab, selber mal eine Nacht drüber schlafen und mal gucken, ob wir dann tatsächlich das Komplette nutzen oder wirklich nur den einen Ast und da komplett etwas Neues von aufbauen. Man könnte ihn auch über den anderen lenken, ne? Und dann vielleicht auch die Seitentriebe dann nach oben richten.
Ja, du siehst schon, es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten. Aber nur eine ist tatsächlich dann gegeben hinterher zum Schluss. Von daher, okay, ich würde sagen, ja, so ist das, ne? Mein Güte, ich sag's dir, okay. Oh yeah, es entwickeln sich Knospen. Das ist so schön. Ich habe gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, das wird nichts mehr werden, weil ich bei vielen schon gesehen habe, dass die schon geblüht haben. Bei mir noch nicht, dachte ich mir, das wird ja wohl dann bei mir nichts. Aber denkste, überall kommen Knospen, Blütenknospen. Oh, da freue ich mich drauf. Das wird richtig schön. Das ist mit das Coolste. Ja, bei Bonsai, blühende Bonsai, ne? Also es entwickeln sich tatsächlich überall Blütenknospen. Oh, das ist schön, ne? Das ist doch mal herrlich anzusehen, dass tatsächlich dann unser Azalee dieses Jahr blüht. Vor allem auf die Farbe bin ich so gespannt. Hier stehen übrigens die Chilis. Sind etwas besonnt, etwas beschattet, wie wir sehen, bedingt durch die Zierkirsche, die hier steht. Das ist auch eine coole Sache. Also die machen sich jetzt richtig gut. Yippie-yay. Da bin ich mal gespannt drauf. So, okay, dann haben wir eigentlich so ziemlich alles jetzt, ne? Carpinus betulus. Also es war echt eine radikale Maßnahme, wie wir gesehen haben. Und wir müssen wirklich den Bereich jetzt reduzieren noch. Aber das mache ich morgen. Gegebenenfalls mache ich es auch alleine, muss ich mal gucken. Denn wir haben noch ein paar andere Sachen, die wir jetzt noch vorbereiten müssen. Aber ich tendiere nach wie vor zu diesem einen Ast hier. Das war also komplett neu aufbauen. Sieht dann zwar anfangs vielleicht nicht ganz so doll aus, weil der untere Teil natürlich dick ist hier, ne? Und das dann relativ dünn. Aber das wird sich im Laufe der Jahre beiwachsen. Von daher wäre ich also tatsächlich dafür. Vor allen Dingen ist dann auch, ja, das nebenbei erwähnt, eher gegeben, dass er anwächst. Ne? Das mal ganz kurz dazu. So, er muss jetzt auf jeden Fall absonnig stehen, um dann, ne, geschützt zu sein, auf jeden Fall. So, meine Lieben, weißt Bescheid? Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Bonsai, der Miniaturbäume, was richtig Spaß macht. Also das ist, ja, das ist richtig herrlich, wenn man Muße und Zeit hat, ne? Das ist richtig genial. Und was nicht geht, das lasse ich einfach und mache es dann, wenn ich Zeit dafür habe. So ist das. Und deswegen mache ich jetzt abends auch, wenn ich mal eine Stunde noch rausgehe, dann ein bisschen was, dann können die Kinder hier spielen in Ruhe noch ein bisschen. Und ich kann mich dann dem einen oder anderen noch widmen. Das muss ich ja auch nicht unbedingt zeigen, wie ich hier das Moos entferne und solche Sachen. Ne? Wenn gegebenenfalls hier was anliegen sollte, was wir etwas machen, gemeinsam machen können, sage ich es mal so, was vielleicht ersichtlich wichtig wäre, dann zeige ich das, ganz klarer Fall. Ne? Dann kann ich ja mal eben die Kamera holen und das mal abfilmen. Aber ansonsten, ein paar Sachen mache ich dieses Jahr tatsächlich mal alleine. Okay? So, jetzt aber, ich sag's dir. Mann, das ist ein aufregendes Jahr, ey. Alter Schwede. Ich möchte so gerne drinnen wieder filmen. Ja, ist so, ne? Aber alles geht nun mal nicht. Das ist so gegeben. So, schau ihn dir mal an. Den Elefant. Ne? Gut, jetzt kann man die Krone nicht so gut erkennen. Bedingt durch den Hintergrund, aber ich denke, das ist einigermaßen okay. Ne? Ja, okay. Also ich lasse das Bild jetzt mal noch so stehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Oh, der ist so herrlich. So ein Frühling haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, wenn es erinnert, letztes Jahr, wie kalt das war. Wow. Kalt und bedeckt ständig, keine Sonne, kalte Nächte. Ne? Das war nicht so schön. Aber dieses Jahr ist echt der Burner. Kommt ja gerade irgendwie auch richtig passend. Ne? Okay.